WLAN, neue Düse, Raspberry, Timelapse, Octolabs, neue Folge Eiche machen Sachen und 3D-Drucker. Viel Spaß! Ich habe viel gedruckt in den letzten Jahren, aber eine Sache habe ich nicht gemacht, nämlich den Drucker gepflegt. Also Wartung, mal putzen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist irgendwie regelmäßig mal über das Druckbett mit dem Alkohollappen drüber zu wischen, aber sonst habe ich den ziemlich vernachlässigt. Und mir ist es aufgefallen, dass die Druckqualität ein bisschen schlechter geworden ist. Und da dachte ich mir, komm, ich mache jetzt mal eine richtige Wartung, ich mache ihn mal richtig sauber. Und dadurch hat das eine zum anderen geführt und ich bin im totalen Rabbit Hole gelandet und ist mal wieder völlig eskaliert. Als allererstes habe ich den Drucker erstmal richtig sauber gemacht. Natürlich habe ich bei den Ventilatoren aufgepasst, dass ich die festhalte, wenn ich da rumsauge. Dann habe ich die Klappe am Extruder geöffnet. Da lagen tatsächlich irgendwelche Filamentkrümel drin, die habe ich rausgesaugt. Danach habe ich geguckt, ob die Riemen, ob die Spannung noch gut ist und ein bisschen nachjustiert. Dann habe ich die X- und die Y-Achse schön sauber gemacht, von Staub befreit, neu eingefettet. Die Düse, die hatte schon einige Rollen Filament hinter sich und deswegen habe ich sie gegen eine neue getauscht. Nicht nur gegen eine neue, sondern gegen eine gehärtete, damit ich auch Filamente drucken kann, die ein bisschen aggressiver sind. Wie zum Beispiel Glow-in-the-Dark-Filament und das Holzfilament, das wir noch drucken wollen. Oder damit ich das endlich mal drucken kann. Ja, es liegt ja schon die ganze Zeit rum und ich habe Bock drauf. Und deswegen habe ich die gehärtete Düse eingebaut. Dazu musste man den Drucker oder den Druckkopf musste man dazu hochheizen. Ich habe mir extra so einen Engländer bestellt. Das ist so ein einstellbarer Schraubdinger und damit kann man den Heizblock festhalten, die Düse rausdrehen. Das muss nämlich beides passieren, wenn es noch heiß ist. Und ja, dann habe ich zum ersten Mal so einen Nozzle-Tausch gemacht, war super spannend. Auch sowas kann mal passieren. Ich habe eine Menge kalibriert, habe dann doch länger mit den perfekten Einstellungen rumprobieren müssen, nachdem ich die Nozzle getauscht habe. Auf jeden Fall, er druckt wieder und er druckt so perfekt wie am ersten Tag, was mich richtig freut. Ich habe mich auch immer gefragt, wie man die Nozzle und diesen Heizkopf, wie man den sauber bekommt. Und es geht mega gut hiermit. Ein bisschen heiß machen, dann den Drucker ausschalten, damit es keinen Kurzschluss gibt. Und dann geht es damit mega gut. Geiles Tool. Ups. Zusätzlich zu der Düse habe ich mir ein neues Druckbett bestellt. Wäre nicht nötig gewesen, das alte ist noch super gut. Und das sorgt dafür, dass die Unterseite von den Drucken ja, so eine Textur bekommt, die echt schön aussieht, die sich gut anfühlt. Und die gleiche Textur findet man übrigens auch auf dem Drucker, weil es genauso gedruckt wurde. Ja. Als nächstes habe ich das Firmware-Update gemacht und das lief so lala. Eigentlich übelst easy, ja. Software runterladen auf den Stick. In den Drucker starten, Firmware installieren. Das hat bei mir nicht so gut funktioniert, aber ich glaube, es lag am USB-Stick oder ich weiß es nicht. Oh nein, ach so. Fuck you. Mach keinen Scheiß. Ey, was ist denn los? Ich blick's nicht. Oh. Okay, aber gut. Flash. Ey, das war schräg, oder? Als die Firmware installiert war, habe ich gemerkt, okay, der Drucker kann jetzt WLAN. Dazu brauche ich aber ein WLAN-Modul. Habe das bestellt, 5 Euro. Und habe dann das WLAN-Modul eingebaut. Und mit dem WLAN-Modul hatte ich jetzt endlich Zugang über einen Browser und konnte Dateien über einen Browser direkt aus dem Slicer raus auf den Drucker schicken und drucken lassen und überwachen und Temperatur gucken und ach, übelst geil. Wirklich mega entspannt. Und dann habe ich mich an eure Kommentare erinnert, wo ich auch gefragt habe, hey, wie geht es mit den Timelapses? Und ihr habt ja mega gute Tipps gegeben, Octopi installieren, Eiche, Octolabs, Eiche. Und genau das habe ich gemacht.
Ich habe OctoPi auf einem Raspberry Pi installiert und war überrascht, wie easy das geht. Mittlerweile, es gibt diesen Raspberry Imager. Da wählt man einfach nur das aus, was man installieren möchte, wählt die Speicherkarte aus, auf die man es installieren möchte, kann schon WLAN-Einstellungen machen, drückt auf Schreiben, bam, übelst easy, übelst nice. Hat mich sehr begeistert, wie cool und einfach das war. Und OctoPi, der Hammer. Ich finde OctoPi so geil. Ist noch geiler als Prusa Link, ja. Kann im Prinzip das Gleiche, also du kannst Dateien auf den Drucker schmeißen, über den Browser, aber du kannst halt noch viel mehr machen, ja. Du kannst Plugins installieren und Octolabs ist eins von diesen Plugins, mit denen ich später dann die Timelapses erstellt habe. Und jetzt pass mal auf, Steuerung, guck mal hier, sieht man das? Ist das nicht cool, oder? Mit OctoPi kannst du halt auch noch über eine Webcam den Drucker überwachen. Das wollte ich unbedingt haben, deswegen habe ich eine Raspberry Pi Camera V2 bestellt. Das ist eine Kamera, die ist auf so einem Chip drauf und ist ganz günstig und die wird mit so einem breiten Kabel an das Raspberry angeschlossen. Ich wollte halt, dass die Webcam super easy ist und ich wollte, dass die direkt am Drucker dran ist. Dann habe ich eine richtig geile Webcam-Halterung gefunden. Ich blende es mal kurz ein. Und die ist hier. Und die ist an der X-Achse. Man hat sozusagen die Sicht von der Düse aufs Druckbett. Ja, und dann habe ich die ersten Timelapses erstellt. Mich hat es so gefreut. Ich war übel gehypt. Ja, dass es so gut funktioniert hat. Klar, man muss ein paar Sachen einstellen in Octolabs. Aber es ist alles so gut dokumentiert im Internet. Und dann habe ich auch noch erfahren, okay, du kannst auch noch eine GoPro über Wi-Fi ansteuern. Oder du könntest sogar, ja, noch eine größere Kamera über Wi-Fi steuern und du kannst mehrere Kameras in Octolabs laufen lassen und pff. Also Rabbit Hole, ich sag's ja, Rabbit Hole. Mhm. 3D-Druck ist ein mega faszinierendes Themengebiet. Und ich finde es irre, wie viele Leute daran arbeiten und sich so viele Leute damit beschäftigen und auch sich so krass reinnörden, dass ich Holzkopf es verstehe. Weil wie gesagt, ich habe keinen Plan von Raspberries und trotzdem habe ich es irgendwie hinbekommen. Alle Drucke, die ihr hier in dem Video seht, werde ich übrigens unten verlinken, wer es nachdrucken will. Ich habe ein richtig gutes Raspberry Pi 4 Gehäuse gefunden für den Prusa Mini. Ich blende es kurz ein. Erstens ist es geil, weil man es abnehmen kann. Zweitens ist es geil, weil es gut aussieht. Und drittens ist es geil, ja, man kann es mit so Elementen verzieren, noch ein bisschen schöner machen, wenn einem das gefällt. Und das ist bockstark. Der Drucker ist jetzt gefühlt wie neu. Mir gefällt das neue Druckbett viel besser als dieses olivfarbene, glatte. Er ist jetzt wieder sauber. Er druckt sauber, wie am ersten Tag. Und ich finde, die Aktion hat sich voll gelohnt. Und hat richtig Spaß gemacht. Wenn ihr das mit dem Holzfilament und dem Glow-in-the-Dark-Filament sehen wollt, dann abonniert den Kanal. Die Folge wird es als nächstes oder als übernächstes geben. Die kommt auf jeden Fall. Und es wird auch noch, ich weiß, die Timelapse-Qualität ist noch nicht so der Burner, ja. Aber ich will noch bessere Timelapses machen. Ich weiß auch schon wie. Und das wird cool. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ihr merkt sich. Ja, ich habe schon wieder so einen Narren an dem Thema gefressen. Ja, es macht einfach Bock. Macht einfach Bock. So, das sollten die letzten Worte sein. Und damit sage ich Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute.